Der 20. September 1963, nachmittags. Der Feuerdienst ist beendet. Die 85mm Batterie Elsner rückt ein. Eine alltägliche Aufgabe ist erfüllt. Ruhe, Freizeit, alle denken an den morgigen Tag. Im Dienstplan steht 21. September, 6 Uhr, 25km Marsch. Wie werden die Genossen bestehen? Sind auch die scheinbaren Nebensächlichkeiten bedacht? Was bleibt noch zu tun? 2 Stunden später. Der Batteriechef, Hauptmann Elsner, will seine Unteroffiziere noch einmal selbst erfahren lassen, wie sehr das kleinste Versäumnis auf dem morgigen Marsch zur drückenden Last werden kann. Was soll denn das? Wir wissen doch, worauf es morgen ankommt. Ja, Hauptmann Elsner weiß, dass sie wissen. Aber er sagt sich, auch der beste Unteroffizier wird nur dann die richtigen Forderungen an seine Soldaten stellen, wenn er solche Erfahrungen weitergibt, die er am eigenen Leibe verspürt hat. Die wichtigste Erfahrung ist, im militärischen Leben gibt es keine Nebensächlichkeiten. Unteroffizier Spindler, vortreten. Gerd, schauen Sie sich mal den Sitz seiner Schutzplane an. Das heißt, im Ernstfall wäre er bei einem chemischen Überfall nicht in der Lage, sich zu schützen. Unteroffizier Pospich hat jetzt verstanden, was diese Ausbildung sollte. Und auf der Stöber, Ihr Tragegurt ist zu locker. Wenige Minuten im Gelände haben es ans Licht gebracht. Lockere Riemen und Tragegurte, rutschendes Sturmgepäck, eine verlorene Schutzplane. Morgen darf es das nicht geben. Der Ausbildung und der Erkenntnisse, die Sie jetzt am eigenen Leib gewonnen haben, haben Sie noch heute den Sitz und die Befestigung der Ausrüstungsgegenstände Ihrer Soldaten zu überprüfen. Wenn ihr hingeht, Frau Lorenz, zeigen Sie mir Ihren Teil ein. So, wir haben den Sitz, Teil 1 überprüfen. Von hier hingehelfen Sie.
Sehr gut. Ja, fertig. So. Plan ist gut gewickelt. Hier ist etwas zu lang, aber wir müssen noch warten. Ja, wir sind dann aus. Schutzplan ist auch in Ordnung. Bloß etwas straffer. Das ist das Nehmen. Das schneiden Sie unten, dann lassen Sie es nach. So, Sie müssen sich auch noch Splinte besorgen, ja? Schutzpläne lassen wir so. Zeltplan ist auch in Ordnung, machen Sie klar. Das Schuhwerk ist für alle in Ordnung, ja? Die letzten Mängel werden beseitigt. Die Ausrüstung ist in Ordnung. An den Sachen gibt es nichts mehr auszusetzen. Aber haben alle Genossen auch begriffen, warum die Vorgesetzten, scheinbar kleinlich, an jedem Riemchen zupfen? Ist auch Ordnung in den Köpfen? Zum Marschieren braucht der Soldat nicht nur zwei Beine. Hauptmann Elsner sorgt für politisches Marschgepäck. Er liest aus Alexander Becks Buch Die Wolokolamska Chaussee das Kapitel Der Tabakmarsch. Ich werde nicht alle Einzelheiten über die Ausbildung der Soldaten erzählen. Nur über einen Marsch will ich sprechen, der in der bis jetzt noch ungeschriebenen Bataillonschronik der Tabakmarsch heißt. Es waren etwa 7 oder 8 Tage vergangen, seitdem ich das Bataillon übernommen hatte. Wir waren schon ausgerüstet. Wir übten uns im Schießen, lernten Robben, Marschieren, im Sprung vorgehen und uns verschanzen. Eines Abends bekamen wir den Befehl, im Morgengrauen aufbrechen, 50 Kilometer bis zu einem Kennzeichen im Flusstal marschieren, dort nächtigen und gegen Abend des nächsten Tages den Rückmarsch antreten. Die Soldaten bereiteten sich auf den Marsch vor, legten sich frühzeitig schlafen und noch vor Sonnenaufgang stand das Bataillon marschbereit. Einer, der nie Soldat war, wäre sicherlich von der Truppe beeindruckt gewesen. Die Reihen waren gut ausgerichtet, an den Karabinern blinkten neue Bajonette, die Soldaten standen wie ein Mann in voller Ausrüstung, mit eingerollten Mänteln, mit Schutzmasken und Feldspaten in grünlichen, nicht verblassten Hüllen, mit Stahlhelmen, die am Rucksack befestigt waren. An den Koppeln hingen Handgranaten und schwere Patronentaschen. Bei vielen schien mir die Patronentasche besonders schwer zu sein. Sie zog das Koppel übermäßig tief herunter. Ich sah lose, eingerollte, wulstig überstehende Mäntel, Rucksäcke mit nicht festgespannten Tragriemen, Brotbeutel, die auf dem Bauch hingen. Nur wenige Soldaten zeichneten sich durch wirklich soldatische Korrektheit aus. Unter ihnen war Kurbatow. Ich rief ihn aus der Reihe und sagte: Genossen, hier steht ein Gruppenführer, der sich so ausgerüstet hat, wie es sich für einen Soldaten gehört. Ihm wird der Marsch leichter fallen als anderen. Seht nur her, wie bei ihm alles sitzt, wie festgezogen die Riemen sind. Ich habe euch das 20 Mal erklärt und gezeigt, aber ihr versteht es trotzdem nicht. Wahrscheinlich ist meine Sprache nicht hart genug. Ich werde nun nicht mehr reden, sondern überlasse dies euren Mänteln, euren Spaten, euren Rucksäcken. Mögen sie mit euch reden. Ihr glaubt, sie hätten keine Zunge. Sie haben eine schärfere als die meine. Soldat Garkuscha, zu mir. Der immer lächelnde, stupsnasige Garkuscha lief herbei. Der Brotbeutel rutschte nach vorn und pendelte beim Laufen. Marschfertig? Marschfertig, Genosse Bataillonskommandeur. Stell dich neben Kurbatow. Soldat Galupsow, zu mir. Galupsows eingerollter Mantel war so dick, dass er ihm fast ins Genick rutschte. Der Rucksack hing nicht auf dem Rücken, sondern tief im Kreuz. Marschfertig? Marschfertig, Genosse Bataillonskommandeur. Stell dich neben Garkuscha. Nachdem ich 10 Soldaten vorgerufen hatte, an denen alles besonders augenfällig baumelte, stellte ich sie an die Spitze der Kolonne. Bataillon stillgestanden, rechts um, im Gleichschritt Marsch. Es ging los. Ich blieb an der Spitze und beobachtete die 10 Soldaten. Garkuscha rückte fortwährend seinen Brotbeutel zur Seite, der ihm gegen die Beine schlug.
Galupsow wollte die Mantelrolle wegschieben, da die groben Stichelhaare des Mantelstoffes seinen Hals scheuerten. Einem dritten war der Feldspaten hinderlich. Im Gehen versuchten sie, sich zu helfen. Nach einer knappen halben Stunde streckte Garkuscha den Bauch vor, um dem Beutel einen Halt zu geben. Galupsow wand den Hals hin und her. Auch der Rucksack begann ihn zu stören. So marschierten wir 6 Kilometer. Dann befahl ich eine Rast. Wieder wies ich auf den Soldaten Kurbatow. Dann rief ich, Garkuscha zu mir! Gebückt lief er herbei. Im Zug lachte man. Nun, Garkuscha, melde! Marsch fertig! Er schwieg, düster. Hat dein Brotbeutel mit dir gesprochen? Jawohl. Nun, dann erzähle mal den anderen, was er zu dir gesagt hat. Er schwieg. Erzähle nur, geniere dich nicht. Was ist da zu erzählen? Unser einer glaubt Worten nicht. Na, denkt man, wenn wir erst mal angreifen. Und, hast du angegriffen? Ich nicht, aber der Beutel. Und Garkuscha stieß einen Fluch aus, den man nicht zu Papier bringen kann. Nachdem er sein Herz auf diese Weise erleichtert hatte, lachte er. Ich rief Galupsow. Schwitzend und mit rotgeriebenem Hals kam er. Nun seht mal hierher, Genossen. Hat deine Mantelrolle mit dir gesprochen? Und der Rucksack auch? Erzähl, was sie dir beigebracht haben. So berichteten alle, einer nach dem anderen, wie sie von ihren Sachen geplagt worden waren. Dann sagte ich, wer hat es also schwer, wenn der Mantel zu dick gerollt ist, wenn der Brotbeutel nicht an der richtigen Stelle ist? Der Soldat oder der Bataillonskommandeur? Der Soldat. Ich habe euch das 20-mal erklärt. Aber ihr habt wahrscheinlich gedacht, in Gottes Namen tun wir es ihm zu Gefallen, damit er uns nichts anhaben kann. Und habt es irgendwie gemacht. Doch nun stellt sich heraus, dass es nicht ihm zu Gefallen, sondern euch zu Gefallen befohlen wurde. Manchem haben die toten Gegenstände das jetzt beigebracht. Niemand wollte noch mit den Dingen reden. Alle hatten begriffen. Die letzten Meter. Die Haltung der Genossen strafft sich. Ihr Schritt wird fester. Die Gesichter sagen, es war nicht einfach. Für keinen. Aber wir haben es geschafft. Keiner ist zurückgeblieben. Ein Buch ist mitmarschiert. Mit dem gefreiten Kaufmann hat das Sturmgepäck gesprochen. Kanonier Sachse sah es und nahm ihm sein Gepäck ab. Gute Soldaten sind ausmarschiert, bessere sind zurückgekehrt. Das ist nicht mit dem Zollstock messbar, doch alle spüren es. Und das bleibt ihnen. Der Staub lässt sich abwaschen.